So, ja, Freude, Freude, Freude. Das lief ja super für das Kamerateam. So, okay. Also wir wissen, dass wir hier unten ziehen müssen. Dann machen wir das mal machen. Und ich soll jetzt da runterklettern in diesem Scheiß. Oh, nee. Clancy? Oh, shit. Oh, shit. Klassiker. Verdammt. So. Sieht das übel aus. So, für alle, die jetzt mit dazu gekommen sind, Hallöchen erstmal. Toll, dass ihr auf dem Kanal seid. Irgendwie viel Spaß hier bei Resident Evil 7. Hier sehen wir einfach, hier wird Niveau präsentiert. Und weiter geht's. Sieht schon echt wirklich, wirklich gut aus. Irgendwie, guck dir das mal an. Oh nee. Oh nee. Tja, was willst du machen? Wenn die Leiter kaputt ist, die Leiter kaputt. Dann ist das der einzige Wäsch. Wiss, 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 wiss. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh nee, Alter. Oh nee. Oh, Alter, was ist das? Peter? Das ist Peter, glaube ich. Peter von Froster. Peter von Froster hat's erwischt. Scheiße. Oh, Kacke, wie komme ich denn hier vorbei? Kannst du durchtauchen oder was? Oh nee. Ach ja, Peter hat's erwischt. Ganz schau. Ganz, ganz, ganz schau. Da sieht doch Licht am Ende des Tunnels. Mann, Alter, was für ein fucking riesengroßer Keller. Alter. Wie, wo, was ist hier, wie, wo, was ist hier wohl? Hm? Sein. Aha. Ja, nee, Daddy, 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 sorry, Daddy. I'm sorry. Wundervoll, wundervoll. Lebensbejahende Kunst. Das spricht doch irgendwie nach einer therapeutisch wertvollen Erfahrung für die Kinder anscheinend, die da zeichneten. Aber... Mir? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Was haben wir denn da? Ben. Dead. Oh Gott, Harold turned.
Arthur turned, Tamara turned. Ach du Scheiße. Ja, die. Das sieht. Oh, ja, Mann. Der Bolzenschneider. Wunderbar. Und Entwicklerfotos? Ja, ach, das ist ein. Der Bolzenschneider. Dann würde ich mal sagen, holen wir mal Mia da raus. Mia sieht irgendwie tot aus. Oder? Bewegt sie sich? Man kann es nicht so richtig sehen. So, komm, Mia, komm mal. Hau mal raus, das Ding. Mia? Oh, Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen Daddy? Gehen, jetzt! Ja, du, Mäuschen, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen hier? 120.000 Jahre? Und das ist die Begrüßung? Du solltest nicht hier sein. Hey, Schatz. Kann ich schon wieder umdrehen. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Und hast du immer noch die gleichen Klamotten an? Seit 3 Jahren? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Du meine Nase. Ach, du meine Nase. Unter hygienischsten Grundvoraussetzungen werden hier die tollsten OPs gemacht. Ist ja wundervoll. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Muss ich erstmal kurz mal gucken hier? Oh, Kotze. Hier kann man überall nichts machen. Okay. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Du warst gerade in der Zelle eingesperrt. Die war zugekettet. Wie hat man dir hier Essen durchgegeben? Hier. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Oh, sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Es gibt also noch eine Tür. Eine Puppe? Das ist ja ekelhaft.
Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Was haben wir da? Puppenpeter. Aha. Was ist los? Was ist los? Wie? Was ist los? Ja, nee, das ist ja total schau. Da bin ich ja gleich mal E001. Kann man da dumm sein? Oh, wie ist das? Parship jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Das ist ekelhaft. Mia? 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 Okay, bevor ich jetzt hier weiter stürme, guck hier nochmal kurz. War hier noch was? Außer. Aha. Okay, okay, okay. Niemand mag Türen, die von alleine aufgehen. Niemand. Nur schlimmer sind noch Türen, die von alleine sie verschließen und verschlossen sind. Türen, die von allein aufhängen. Oh, scheinbar sind wir aus dem Keller raus. Ruf doch Hilfe, ruf doch Polizei, ruf doch irgendwas, Alter. Ich verstehe sowas nicht. Es funktioniert. Wir werden an den Punkt zurückkommen in diesem Spiel, wo wahrscheinlich ein Telefon nicht mehr funktioniert wird, wenn wir die Polizei rufen wollen. Und wir werden uns an diesen Augenblick zurückerinnern. Karte. Die Karte. Geheimgang. Aha, so. Okay. Das Badezimmer. Hallo? Oh, erste Hilfe, Arznei. Die nehmen wir doch mit. Was ist das? Das ist noch eine erste Hilfe-Arznei. Auch die nehmen wir mit. So, guck mal kurz nochmal ins. Ah, okay, cool. Die decken sich wenigstens. Ich guck erstmal. Hecheln. Ey, keine Waffe, kein Nichts, kein. Doch, kein Bolzenschneider. Kann ich mit dem Bolzenschneider irgendwas machen? Als Waffe benutzen? Nein. Hallo? Hallo?
Oh. Oh Gott. Ja, Mäuschen. Mach doch nicht so eine Scheiße. Was ist mit... warum, Alter? Wieso? Ja, warte. Oh, spitzt du? Ah, nicht doch, Alter. Lass mich, lass mich. Du Gott, verdammte Irre. Ich kann sie hören. Du kannst sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Schön. Ach, raus. Lass mich in Ruhe. Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Das muss man erstmal jetzt raffen, Alter. Also, was ist mit dieser Tossi los? Achso, Gericht bitte. Ja, so benutzt man halt Arznei. So, was? Was? Das war dafür, dass ich jedes Mal immer die Müll rausbringen musste. Ja. Unsere Aufgabe war es, Mia zu finden und wahrscheinlich zu retten. Das hat ja mal so semi-gut geklappt gerade. Scheiße. Wo ist die Axt? Zeigt die Axt jetzt noch? Nee, scheiße. Wo ist die Axt? Oder das Messer wäre hier schon mal gut. Ach, die Axt steckt noch. Ja, ich weiß nicht. Erste Hilfe wird nicht mehr so viel bringen, glaube ich. Das Messer, liegt das Messer hier irgendwo rum? Ja, doch. Das ist bestimmt ein Vertreter. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Der Dachboden. Wiss. Knirsch. Ist die jetzt weg? Ich krieg eine Macke, das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh, aber die Axt. Wo ist die verrückte Alte jetzt schon wieder hin? Ich muss mal was sagen, man fühlt sich aber mit der Axt fühlt man sich schon ein bisschen sicherer irgendwie. Hallo? Ich verstehe.
Ja, hier sind wir. Okay, okay, okay. Auf dem Dachboden. Okay, fehlt da nicht. Sicher? Hä? Was? Das ist einfach lebensbejahende Kunst. Lebensbejahende Kunst. Sensationell. So, was können wir denn hier machen? Stairs. Das wird ja nicht funktionieren, genau, weil Sicherung fehlt noch. Okay. Wo bekommen wir denn jetzt die Sicherung her? Aber, muss man speichern. Okay. Von eigenen Schatten erschrocken. Wo finde ich. Achso, vielleicht krieg ich ja vorne, war ja dieser Schrank mit der Kette zugemacht. Irgendwie. Vielleicht krieg ich mit der Axt das Ding auf. Klipper, klimper. Oder auch mit dem Bolzenschneider. Ich soll ja total vergessen. Bolzenschneider dabei. Bitte, bitte, bitte eine Sicherung. Alles andere. Würde mich wundern. Stairs. Wunderschön. Was gibt's da? Gabi? Und Chlorex? Okay. Hier kann. Haben wir das schon? Ja, das hatten wir schon. Ah, oder? Ja. So. Sicherung reinmachen. So. Entschuldigung. Okay. Na dann. Auf. So. Ist okay. Ist okay. Ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Nicht tun darf! Verdammt, Ben! Oh. Oh, zieh raus, Alter! Das ist total uncool, der Scheiß! Zieh's raus, Mann! Was? Hat die noch eine Kettensäge? Zieh das Ding raus! Soll so sein? Und nimm nur die Hand mit, Alter. Oh, ich glaube, da reicht doch keine Arznei mehr. Oh, nee. Jetzt muss man mit so einem ekligen Stumpfels rumlaufen. Ey, das kann doch nicht. Das kann das doch nicht sein, oder was? Hätte ich das jetzt ändern, hätte ich was anderes machen können? Hätte ich schneller sein können irgendwie? Hätte ich mich denn nicht abgesiegt? Ist das hier Teil des Spiels, dass man so peu à peu amputiert wird, wenn man Kacke macht? Hallo? Ihr Stumpfstief. Taschen, was ist denn hier schön jetzt? Pistolenmunition, na die nehme ich doch. Und eine Pistole. Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Eine Pistole. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Wunderbar. Okay, gut. Die nehmen wir mal. Die nehmen wir. Wunderbar. Was haben wir noch schönes hier? Zielen. Okay.
Okay, gucken wir mal. Kann ich mich dabei bewegen? Also minimal. Munition. Wie viel fällt dabei? Ey, der hat doch schon ihn verloren jetzt hier. Das muss doch jetzt aber auch reichen. Wir finden sehr viel Pistolenmunition. Prinzipiell ist es eine gute Sache. Ist aber auch ein toller Indikator, dass er gleich wieder abgeht hier, glaube ich. Fernsehgeräte. Alright, okay. Nur so abhau. Los. Oh, wo ist er denn? Scheiße! Nachladen. Ich muss es aufhalten. Ja, das denke ich auch, dass du aufhalten solltest. Mäuschen, du hast da ernsthafte Probleme. Liebe dich auch. So eine Psychotorte. So, jetzt lass mich wirklich die Kettensäge mitnehmen. Ist sie jetzt tot? Irgendwie, was soll das? Was ist das für ein Quatsch? Warum, was ist das, wieso? Warum komme ich überhaupt her? Um meine Freundin zu töten? Willkommen in der Familie, Junge.